Sag mal, Ricky, war das im Ernst gemeint mit deiner Familie und Arbeit? Was wird denn das überhaupt für ein Film? Ja, was denkst du? Das wird ein Film über Brutalität. Das bringt dir doch nichts ein, ich hab die Nase voll. Über was soll man denn sonst schon Filme machen? Aber das ist doch Blödsinn, Ricky. Das Ganze hat doch nicht mehr. Und dann, Sascha, gib mir was zum Saufen. Ihr werdet schon sehen, dass ich nicht mehr mitmache. Langsam auch gestohlen bleiben. Vielleicht gehe ich auch nach Hause. Du bist der Einzige. Du, so einfach ist es nicht. Irgendwas wird schon klappen. Ich habe einen Freund. Was der ja treibt. Hast du eine Zeitung mitgebracht? Aus München? Hier. Ist sogar ein Bild von dir drin. Der Teufel vom Grünwaldpark gefallen. Gestern Abend gegen 22 Uhr ist es der Münchner Kriminalpolizei gelungen, den 23-jährigen Günther K., einen langgesuchten Sittlichkeitsverbrecher, zu verhaften. Nur durch das geistesgegenwärtige Verhalten der 28-jährigen Studentin Ingrid war es möglich, den Hilfsarbeiter oder wie die Bevölkerung des betreffenden Stadtteils zu nennen, pflegte den nackten Teufel vom Grünwaldpark dingfest zu machen. Günther K. trieb schon seit längerer Zeit zum Unwillen in dieser Gegend und bereitete so Angst und Sorge unter der Bevölkerung. Stets pflegte er sich mit einem Gefühl,